Oh, da komme ich ja gar nicht hoch. Das war eine Fliege gewesen, die mir gerade in die Nase geflogen ist. Scheiße. Bäh. So, ich wünsche euch ganz herzlich zurück, Leute, zum nächsten Part von AER. Ich habe natürlich jetzt nochmal ganz schnell im Internet nachgeschaut, wo wir als nächstes hin müssen. Und ja, es hätte echt ein bisschen gedauert. Ich muss wirklich, also in Osten, bis hierhin hat er gemeint, und dann nach Norden ein kleines Stück. Und da hinten wäre dann auch schon das nächste Ziel, wo wir auch mit dem Schlüssel reinkommen. Ja, ich wäre sonst echt mega lang durch die Gegend geflogen und ja, das hätte halt wirklich lang gedauert, bis wir den Eingang mal gefunden hätten. Drum ist es ab und zu vielleicht mal gut, ein bisschen zu gucken. Zur östlichen Treppe. Ah, das wurde uns doch sogar gesagt gehabt, die östliche Treppe von der Diner. Naja, wie dem auch sei, der Eingang ist auf jeden Fall hier wahrscheinlich. Genau dort. So, raus mit der Laterne. Den Schlüssel haben wir ja schon. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo uns das Ganze hinführen wird, ne? So, damit hat sich jetzt auch der Tempel geöffnet, wo wir dann auch hoffentlich das zweite Artefakt bekommen. Sehr schön. Laterne und benutzen. Ich bin gespannt, was uns drin erwartet. Ich hoffe, die Kamera stimmt einigermaßen. Ja, ich glaube aber schon. Gut. Entschuldigung. Das ist auch immer so lange laden muss am Anfang. Ich bin auch im Hintergrund wieder am Rendern. Vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht. Aber sollte man wie immer natürlich nicht so besonders merken bei der Aufnahme. Einfach, dass vielleicht ein bisschen mein Laptop laut wird. Du, Spiel wird gespeichert. Boah, was eine Atmosphäre hier drin. Wie geht es mit dem westlichen Monument voran? Sagt auch was? Nee. Okay. Ah ne, wir kommen nur auf die eine Seite. Hier hinten gibt's nichts. Gut. Erinnert mich so ein bisschen an eine ägyptische Pyramide oder so in den Gräbern von den alten Pharaonen. Dass da immer noch Feuer brennt. Uiuiui. Okay. Schauen wir mal, wo wir lang müssen. Ach du Scheiße, da geht's herunter. Das wollte ich gar nicht. Shit, und jetzt? Ja, vielleicht müssten wir ja sowieso ganz runter. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich spring da einfach runter. Komm, scheißegal. Ich nehme an, die Tür müssen wir aufkriegen. Wie weit geht das denn hier runter? Der Fahrstuhl funktioniert schon wieder nicht. Wer legt denn ständig den Hauptschalter um? Also müssen wir den Hauptschalter umlegen. Ah, guck mal hier. Tatsächlich, wir mussten so oder so runter. Und jetzt fahren wir nach oben? Oder was passiert? Nee, die Tür können wir jetzt aufmachen. Ah, und die Tür auch. Jetzt habe ich aber gar nicht geguckt, was hier unten... Ah, das ist die letzte Tür, wo aufgehen muss wahrscheinlich. Vorher müssen wir in die anderen zwei rein. Geht das Ding jetzt nach oben? Nee, das ist ja gar kein Fahrstuhl. Oh. Jetzt bin ich da runtergefallen. Mann. Meine lieben Freunde. So. Geht noch nicht auf. Wir sind auf einen wahren Schatz gestoßen. Dort unten gibt es noch mehr AI. Oh. Als bisher gedacht. Das ist anscheinend. Hä? Okay, das hat man aber jetzt bisher, glaube ich, noch nicht gewusst, oder? Egal, wir öffnen jetzt erstmal die Tür hier und schauen, was dahinter zu finden ist.
Okay. Ah, hier müssen wir rein. Oh, was eine Umgebung. Oh, nee, oder? Doch. Hä? Als ob ich das schaffe. Los, nochmal. Los, 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 los. Oh. Gerade beim ersten Mal. Nicht gedacht. Hier muss man echt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Oha. Ein König, der seine Gefolgsleute speist zu Ehren des einzigen Gottes Koruku. Ewig sei seine Herrschaft. König der... Ach, Entschuldigung, nochmal. Der König... König der Könige und absolut... Ach komm, ist okay. Scheint anscheinend ein Spaß gewesen zu sein. Ich sag ja, erinnert mich so ein bisschen an so eine Pyramide oder so, im Innern einer Pyramide. Jetzt müssen wir hier runter, oder? Genau. Geradeaus oder darunter? Ja, wer weiß das denn? Also manchmal weiß man echt nicht, wo man hin muss. Sollen wir diese alten Schriftrollen bergen, bevor wir sie zu bohren beginnen? Anscheinend nicht. Ich steige immer weiter ab. Oh, da komme ich ja gar nicht hoch. Das war eine Fliege gewesen, die mir gerade in die Nase geflogen ist. Scheiße. Bäh. Okay, hier gibt es nichts zu holen. Unten kommen wir aber auch nicht lang. Gibt es noch andere Wege? Nicht wirklich. Hä? Aber hier... Oh! Nee, da hoch kommen wir aber auch nicht. Da unten muss irgendwas sein. Ist ja nicht ohne Grund. Ah! Ich habe eine Idee. Nee, oder? Das geht nicht. Ich will da oben langlaufen. Aber da komme ich nicht hoch. Ich will auf diesen Rohren langlaufen. Geht das nicht? Doch, hier. Ah. Schaut mal her, Leute. Bisschen Köpfchen benutzen hier. Sehr schön. Okay. Das leuchtet jetzt. Ein Schalter von der Haupttür ist schon mal geöffnet. Ich nehme mal an, dass wir jetzt wieder nach draußen müssen. Damit öffnen wir die Tür, oder? Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wieder in der Mitte angekommen. Gut. Wir müssen aber 3 insgesamt öffnen. Wir haben erst 2. Die nächste Tür ist wo gewesen? Weiter oben oder weiter unten? Ich gehe mal nach oben. Nee, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir ganz klar gekommen. Ein bisschen düster die Atmosphäre hier. Gut, das heißt, wir müssen als nächstes da unten. Warte. Hey, chill doch mal. So. Okay, wie auch immer wir das jetzt geschafft haben. Hier wäre die zweite Tür. So. Okay. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da gerade auf die Rohre hochspringen. So sehe ich das gerade. Oder? Nee, oder? Nee, kann nicht sein, oder?
Ach, probieren wir es einfach mal aus. Gut. Scheint ja nicht ganz richtig zu sein hier. Mann, ich will da raufspringen. Ich will wissen, ob das funktioniert. Vielleicht kann man da eine Abkürzung oder sowas nehmen. Nee, geht nicht. Okay, gut. Dann müssen wir garantiert hier lang. So. Oh, ist nicht so einfach. So. Oh. Boah, geschafft. Ja, was hat sich jetzt geändert? Was hat denn sich geändert? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier drauf. Aber wir müssen da rüber jetzt, da wo es da hinten leuchtet. Okay. Jetzt. Und jetzt. Oh, das geht jetzt hoch und runter. Okay. So. Und nein, zu früh. Nein. Oh, geil. Und der letzte Sprung. Sehr schön. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht haben wir das. Ich bin halt wirklich gut, ne? Was geht jetzt ab? Oh, wir haben schon die zweite aktiviert. Sehr schön. Beeilt euch, die Männer des Königs werden bald hier sein. Hoffentlich sind die Schriftrollen hier drin sicher. Gut. Das heißt, wir können abhauen und uns zu der letzten Tür begeben. Oh, hier haben wir wieder eine Schriftrolle. Als der Schöpfer die Menschen erschuf, beschützten ihn dabei die Hüter der Träume. Er wusste um die Verbindung zwischen den großen Träumerinnen und den kleinen, keine Ahnung. Manchmal gerieten Ängste und Albträume in die Welt, und wenn sie von menschlichen Gedanken aufgeschnappt wurden, verwandelten sie sich in schreckliche Wirklichkeit. Deshalb erschuf er mächtige Gesänge über die Zeit und den Frieden, Geschichten und Albträume zu verwirren und sie in ewige Schriftrollen zu bannen. Furchtsame Geschichten werden niemals wahr, solange sie in den Hallen des Schlafs in Vergessenheit geraten. Okay. Wir sind auf einen... Ah, das war mir schon, auf einen wahren Schatz gestoßen. Ah, und das ist die letzte hier wahrscheinlich. Oder war das jetzt der Eingang gewesen? Hä? Ah, der Aufzug kommt runter. Ah, hey, hier waren wir schon. In der Tür. Stimmt, hier waren wir schon. Oder waren wir schon in der? Ja, ja, doch, doch, da waren wir schon drin. In der hier? Waren wir auch. Das ist die zweite gewesen. Jesus Gott, wo ist denn jetzt die dritte Tür? Oh, die kann ja eigentlich nur ganz unten sein, oder? Ich guck mal ganz unten nach. Finde ich, hier ist die Haupttür. Aber sonst... Ah, guck mal hier hinten vielleicht irgendwo. Gut, hier waren wir sowieso noch nicht. Vielleicht sind wir hier allgemein richtig. Ah ja, guck mal hier. Ja. Das haben sie mir aber nicht gesagt, dass man da hingehen muss. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, wir sind beim nächsten Gott,
So, ich glaube, das sind ja Götter, sind das ja, die uns die Fragmente da geben. Bin gespannt, was passieren wird. Wow. Ob ich da runterspringen kann? Nee, das lassen wir mal lieber. Oha. Nicht schlecht. Endlich ist die Zeit gekommen. Zeit für den Hüter der Träume, um von seinen Tagt... Och man, Leute, tut mir leid, ich komme manchmal echt zu schnell auf den Knopf hier. Wie sollte es mir auch gelingen, dein Volk von den Ängsten zu schützen, die in ihren Träumen lauerten, nachdem sie den Glauben an mich verloren hatten? Ich bezweifle, dass du es vermagst, den Schatten, der deine Welt bedroht, aufzuhalten, Menschenkind. In jedem Menschen wohnt auch ein Schatten. Ein Schatten, den man Leere nennt und der sich... Boah, das sieht krass aus, das Teil. Und der sich mit Macht oder Reichtum füllen lässt. Einfältigkeit ebnet die Leere den Weg und hilft ihr, alles zu vernichten. Der Schöpfer muss sich selbst opfern, um der gefräßigen Leere Einhalt zu gebieten. Land und Himmel zerbrachen während des großen Zerfalls. Hör mir gut zu, Menschenkind. Wird es dir gelingen, das letzte Fragment noch vor der Leere zu finden? Nun werde ich einen tiefen Schlaf fallen, in einen tiefen Schlaf fallen und dir deine Sorgen überlassen. Ich bin frei. So, jetzt habe ich das zweite Fragment. Ah, das ist jeweils ein Drittel ist das. Sehr schön. Damit hätten wir jetzt das zweite Fragment auch. Mal Kartoffelchip als Belohnung. Wir haben es geschafft. Oha. Es wird langsam knapp, Leute. So. Dann begeben wir uns gen Ausgang. Und ich glaube, ich muss jetzt wieder mit der Dinah sprechen. Ja, Zeit haben wir noch. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen, ne? Wird geladen. Sehr schön. Östliche Treppe. Gut. Let's go. Wir müssen wieder hier hin, glaube ich. So. Genau. Ist aber echt cool mit dem Rumfliegen hier. Ist das schon die Insel da? Ja, noch nicht ganz. Da hinten ist er. Ja, das letzte wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ja, ich denke mal auch. Ah, hier sieht man auch. Was heißt das da? Die Siedlung. Zack. Schön gelandet. Was hast du uns zu sagen? Hey. Ich und John und meine Eltern vor uns, wir kümmern uns schon seit Jahren um das Land der Götter. Sonderlich viel habe ich über die Rituale der Pilgerreise jedoch nicht nachgedacht. Warum zieht es nur Vogelwanderer auf die Pilgerreise? Vielleicht, weil du mit einem scheiß Hirsch nicht auf andere Inseln rüberkommst? Naja. Es gibt andere Wandler, die von anderen Geistwesen auserwählt wurden. Natürlich gibt es die Geschichten, die von Kara erzählen. Auch sie war eine Vogelwandler. Ja, auch ein Vogelwandler, aber da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Ähnlich verhält es sich mit Karas Licht. Es fühlt sich
so an, als hätte man es dir anvertraut, damit du Licht ins Dunkel bringst. Jedoch liegt ein Teil der Pilgerreise noch vor dir, oder? Lass mal sehen. Nur noch ein Tempel ist übrig. Er befindet sich hinter dem Sturm der heulenden Gipfel auf dem Dach der Welt im Norden. Dort gibt es ein Kloster, in dem man einst in Abgeschiedenheit lernen konnte. Das Siegel befindet sich nicht am Tempel, sondern nahe eines kleinen Glockenturms. Stell dich vor, wenn du durch den Sturm fliegst. Sieh dich vor, wenn du durch den Sturm fliegst. Man kann sich leicht verirren und der Sturm hat mit den Jahren an Stärke zugenommen. Also Richtung Norden. Genau. Richtung Norden. Und an einem Glockenturm findet man das Siegel. Jetzt bin ich gespannt. Wird wahrscheinlich hier sein oder, keine Ahnung, hier oder so. Bewegt sich das überhaupt hier? Nee, es bleibt jedes Mal stehen, wenn ich fliege. Ah, verstehe. So, der gute alte Glockenturm. Nicht am Tempel, sondern am Glockenturm, hat sie gesagt. Aber was ist denn hier in der Mitte? Ist da überhaupt was? Also hier ist ein Turm, aber ob das ein Glockenturm ist, das wissen wir natürlich nicht. Komm, wir fliegen mal dahin, wollen mal gucken, was das ist. Der Schrein des Schöpfers. Ich glaube, hier sind wir noch falsch. Ja. Garantiert. Da müssen wir vielleicht zum Schluss hin. Hier ist Schnee. Königspass. Hoch im Norden. Okay. Uiuiui. Heulende Gipfel. Was haben wir hier? Sind wir schon richtig? Wer weiß? So. Okay. Bärenzahnhöhle. Komm, wir erkunden die mal. Oh. Okay, Leute, ich glaube, das machen wir doch beim nächsten Mal, weil das sieht mir doch ein bisschen nach mehr aus, als nur mal schnell erkunden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wenn ja, gebt mir doch wie immer schön einen Daumen nach oben und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.